Herzlich willkommen in diesem Video. Heute möchte ich mal die Gelegenheit nutzen, hier einen kleinen Einblick in meinen Raum noch einmal zu geben. Ich habe ja schon mal hier kurz gefilmt vor einigen Wochen. Da war der Strom noch nicht angeschlossen. Jetzt bin ich sehr happy und glücklich, dass der Strom endlich läuft. Da hinten sieht man diesen Verteilerkasten. Rote Steckdosen, drei Phasen, 380 Volt, wie man da sieht. Also Starkstrom funktioniert. Diese alte Hobelmaschine hier, die habe ich früher mal gebraucht, gekauft. Die konnte ich jetzt endlich hier aufstellen. Läuft auch alles gut. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch mich bei allen ganz, ganz herzlich zu bedanken, die hier mitgeholfen haben und ja mitgewirkt haben, dass es überhaupt möglich ist. Das ist zum einen Herr Herbst, der hier mitgeholfen hat, die ganze Elektrik zu verlegen, was man hier so sieht, und Herr Gruner, der dann den Elektriker besorgt hat, der das Ganze dann auch fachgerecht angeschlossen hat, dass die Hausverwaltung auch zufrieden war damit und der auch noch einen Zähler da reinbauen wird. Dann Herr Worms, der mitgeholfen hat beim Schleppen, dass es überhaupt hier alles stehen kann, also auch vielen Dank, und auch einer meiner Brüder und die ganze Family natürlich, vielen Dank an dieser Stelle. Dann hat noch mitgeholfen Herr Ketenis, der mich hier auch unterstützt hat, obwohl ich ihn nicht persönlich kenne. Also ich bin auch sehr überrascht, hat mich auch sehr motiviert und begeistert. Vielen Dank an dieser Stelle dafür, für diese Unterstützung, dass das hier alles so laufen kann. Und dann auch Herr Marinowitz, der mir bei einem Adapter sehr geholfen hat, dass da hinten diese graue alte Maschine auch einsatzbereit ist, also diese Drechselmaschine. Und auch Herr Weisbach, der mir hier noch einen anderen Adapter mitgebracht hat. Also auch vielen Dank an dieser Stelle. Das war sehr, sehr gut. Daumen nach oben schon. Allein dafür hat sich wirklich gelohnt, dass jetzt endlich nun dieser Strom läuft und ich hier diese Maschine zum Beispiel benutzen kann. Dafür hat sich das Ganze schon für mich gelohnt. Und hier hinten sieht man jetzt diese Drechselbank. Da hat Anne zum Beispiel sich jetzt angefangen einzurichten, oder auch hier an dieser Maschine. Da sind wir jetzt gerade dran und sie kommt ein, zweimal die Woche vorbei und ja, übt das Drechseln. Also sie ist eine Kollegin von mir, die auch mal Holzbildhauerin gelernt hat und das Ganze so ein bisschen kennenlernen möchte. Und dieses Drechselthema wird für mich und für uns hier einfach ein bisschen heiß bleiben, auf jeden Fall, dass das da auch weitergehen wird. Dazu gibt es ja noch den anderen Kanal, wo dann immer entsprechend auch neue Inhalte kommen sollen, dann im Verlauf dieses Jahres das Ganze ein bisschen aufgebaut werden soll. Mich interessiert das einfach und ich finde das spannend. Und ja, die Anne macht hier mit und wir werden mal sehen, wie weit wir überhaupt kommen. Und hier sollen mal Kurse stattfinden. Es gibt 4 Plätze, also wer Interesse hat, kann sich da auch gerne bei mir melden. Dann können wir hier einen Grundlagenkurs durchführen, dass man das Drechseln einmal kennenlernen kann, weil das ein sehr tolles Hobby ist und das machen ja auch viele von euch schon in ihrer Freizeit. Also, ja, jetzt möchte ich in diesem Video aber nochmal auf das Schnitzen eingehen. Ich bin also gerade an einem Steinmetz aktuell ja, zugange und den werde ich jetzt schnitzen und zeigen, wie ich den herausarbeite, gerade mein aktuelles Projekt. Also, vielen Dank an alle, die mitgewirkt haben und viel Spaß in diesem Video. Hier sehen wir jetzt noch mal kurz die Vorlage. Also das hat ein Steinmetz offensichtlich mal in einen wirklichen Stein umgesetzt, oder es könnte auch ein Kunststoff sein, der steinähnlich aussehen soll, wo das eben gegossen wurde. Dieses Logo hier, was man eben aus der Steinbranche kennt von den Steinmetzen, soll dann hier vorn in den Sockel rein und da habe ich mich weitestgehend danach gerichtet. Der Linkshänder, der hier noch zu sehen ist, der wurde eben ja, von der Kundschaft schon umgewandelt mit dem Computer dann in einen Rechtshänder. Und schlussendlich habe ich ihn dann auch als Rechtshänder hier gemacht. Im Video wird jetzt das Gesicht und so weiter noch nicht zu sehen sein. Ich werde also hier nächstes Mal weitermachen. Ich schneide nur den Block heraus mit so einer Makita-Kettensäge. Ich habe also zwei verschiedene, eine zum Schnitzen, eine für die Grobarbeiten. Im Zuge des neuen Raums habe ich die jetzt mal mitgebracht. Das Komplizierte an dieser Figur ist, dass ich konsequent eben so große Flächen suchen muss und dann eher erst an die kleineren Formen rangehen kann. Man sieht zum Beispiel, dass da ein ziemlicher Hohlraum zwischen dem Arm und dem Kopf ist,
wo ich mich aber nicht wirklich rantasten will in dieser ersten Phase. Hier habe ich jetzt bei dem Bein noch was dran geleimt, deshalb waren die Schraubzwingen da. Also da, das Bein geht darüber, ne? Dass das noch ein bisschen schön rauskommt. Werde ich auch von dem Block noch was wegschneiden. Und dann muss ich erst einmal diese grobe Form suchen, dass ich also mir ja, so eine Richtung von dem Gesicht suche, wo geht dieser Arm hin, ja, dass ich diese ganz groben Linien erst einmal suche. Und natürlich ist am Anfang alles zu dick, ja. Und dann muss ich ungefähr festlegen, wo will ich den Meißel hinsetzen, wo geht der Arm vor, wie dreht sich dieser Schultergürtel oben ein im Vergleich zur Hüfte, habe ich also eine Verdrehung des Körpers und dann geht es so langsam los, dass ich alles immer dünner machen muss. Und somit konnte ich jetzt diesen Zwischenraum rausschneiden, weil ich mir jetzt sicher bin, okay, Schulter ist so und so breit, Arm oben ist so und so lang, der Oberarm. Und dann kann ich das immer alles dünner machen und muss ich auch, weil man eben sehr dazu tendiert, gerade wenn man so eine komplizierte Haltung hat, was auch ungewöhnlich ist beim Schnitzen, dass eine Figur so da sitzt, man hat ja meistens stehende Figuren, dann ist es ja ein bisschen schwierig, dass man so sich daran traut wirklich, und ich musste also den Körper mehrmals nachschnitzen, wie man eben auch gesehen hat, ja, dass ich da jetzt auch am Bauchbereich schnitze, die Arme dünner mache, ja, den Kopf habe ich schmäler machen müssen, den Hut habe ich verkleinert und so weiter. Also da kann man praktisch immer wieder neu nachmessen. Oftmals schneidet man einen Strich weg und merkt dann, dass das trotzdem noch zu viel Material drauf ist, weil man Schnitte oftmals auch nach hinten etwas breiter auslaufen lässt. Also das ist mir auch aufgefallen, darauf muss man auch achten, dass man im Grunde genommen immer alles wesentlich dünner machen kann und so in die Proportionen setzen muss. Damit muss man sich natürlich dann auch beschäftigen, wie lang ist eine Hand im Vergleich zu dieser Figur. Die soll eben auch nicht zu breit sein, ja. Sie darf ein bisschen, ich sage mal, größer wirken, weil das ist ja ein Steinmetz, also ein Handwerker, der also auch ganz viel mit den Händen arbeitet, so Grobarbeit und wirklich schwere Arbeit. Also darf man dem das auch ein bisschen ansehen. Der Meißel ist natürlich auch ein bisschen überproportional und so. Den Klüpfel musste ich verkleinern, weil der sonst insgesamt zu groß wirkt. Aber ja, das. Man kann das so ein bisschen übertreiben, aber nicht übertreiben insgesamt. Ja, so ganz wenig nur akzentuieren und dann schön ausarbeiten. Das geht jetzt nach und nach los und das werde ich dann nächstes Mal vollenden. Mir bleibt Danke zu sagen fürs Zuschauen. Die Vollendung dieser Figur kommt dann im nächsten Video. Nimm gerne die Möglichkeit in Anspruch, hier einmal vorbeizuschauen bei einem Schnitzkurs. Da können wir gerne Termine individuell auch vereinbaren, so wie es dann passt. Da können wir mal eine Figur schnitzen, ein Gesicht schnitzen und Grundlagen erwerben. Also kontaktiere mich gern für einen Schnitzkurs. Dann vielleicht ab Herbst wieder, wenn das Sommerloch vorbei ist oder du wieder genügend Zeit hast und aus dem Urlaub zurück bist, wäre das eine gute Gelegenheit. Ja, in diesem Sinne, die Figur soll ja nächste Woche vollendet sein. Schau gerne wieder rein beim nächsten Video. Abonniere diesen Kanal, gib einen Daumen nach oben, auch für die anderen Leute, die mitgeholfen haben, als Wertschätzung dieserseits. Ich danke dir fürs Zuschauen. Mach's gut, bis zum Wiedersehen. Viel Spaß mit deinen eigenen Arbeiten. Mach's gut und ciao.